Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und ich möchte dir natürlich als erstes mal frohe Ostern wünschen. Und ich hoffe, dass du trotz der schwierigen Zeit irgendwie ein bisschen deine Ruhe findest und trotzdem das Fest ein bisschen genießen kannst. Ich möchte heute mal wieder, weil es in letzter Zeit gerade in den Livestreams sehr oft gefragt wurde oder angefragt wurde, mal wieder ein Video über Lumina machen. Und heute geht es mir vor allem darum, dass ich mal ein bisschen zeigen möchte, wie wir in Lumina partiell arbeiten können. Das heißt, nicht immer alle Filter auf das gesamte Bild anwenden, sondern wir wollen heute mal ein bisschen anfangen, mit Masken zu arbeiten. Denn der große Vorteil ist in Lumina, dass wir erstens überhaupt mit Masken arbeiten können und zweitens, dass wir jeden einzelnen Filter, den wir anwenden können, mit einer Maske versehen können, genauso wie Ebenen mit Masken versehen können. Wie das genau funktioniert, möchte ich dir heute in diesem Video zeigen und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ich habe jetzt hier wieder Lumina 4 offen und das ist ein Bild, was ich von einem Hochhaus geschossen habe. Da habe ich die Kamera einfach mal um 90 Grad nach unten gedreht und so ein Foto erzielt. Mal eine komplett andere Perspektive. Ich mag sie sehr. Es gibt aber auch Leute, die mögen so eine Perspektiven überhaupt nicht, weil ihnen dabei irgendwie schlecht wird. Ich würde mal behaupten, ich stand so ungefähr 150 bis 200 Meter über dem Boden und habe vom Dach aus fotografiert. Und man hat hier auch eine schöne Spiegelung in den Fensterwänden drin von der Stadt nochmal. Also ich finde diese Perspektive, wie gesagt, sehr, sehr schön. Und ich möchte dir jetzt an diesem Bild mal zeigen, wie ich selektiv vorgehen kann in so einem Bild. Ja, normalerweise, wenn ich jetzt hier verschiedene Sachen anwende, dann passiert das ja immer auf dem gesamten Bild. Also ich kann jetzt hier mal anfangen, die Schatten ein bisschen aufzuhellen, die Lichter vielleicht noch ein bisschen abzudunkeln und schon haben wir hier wesentlich mehr Details in dem Bild drin. Also die Schatten habe ich vielleicht ein bisschen doll aufgehellt, die nehme ich mal wieder ein bisschen zurück. So, das reicht schon vollkommen aus. Aber grundsätzlich haben wir das jetzt erstmal auf das gesamte Bild angewendet. Das ist ja auch vollkommen okay. Nur möchte ich jetzt im nächsten Schritt bestimmte Bildbereiche dann nochmal extra bearbeiten. Und dafür haben wir hier den großen Vorteil in Lumina, dass wir mit Masken arbeiten können. Diese Masken, die kann ich einmal natürlich auf Ebenen anwenden, die kann ich aber auch genauso gut auf die verschiedenen Filter anwenden. Der einzige Filter, den ich nicht mit einer Maske versehen kann, ist der, der hier gerade offen ist und das ist der Helligkeitsfilter. Also das ist so eine kleine Ausnahme davon. Hier kann ich wirklich nur mal das gesamte Bild bearbeiten, aber alle anderen Filter, und das wirst du jetzt gleich sehen, können wir mit einer Maske versehen und damit wirklich nur partiell in einem Bild arbeiten. Fangen wir doch einfach mal mit dem AI Enhancer hier an, mit dem Accent AI Filter und ich bringe den jetzt hier einfach mal noch ein bisschen doller ins Bild rein. Und es gefällt mir an manchen Stellen sehr, sehr gut, an anderen Stellen eher weniger. Also hier unten in der Spiegelung gefällt es mir zum Beispiel überhaupt nicht. Und was kann ich jetzt tun, wenn ich jetzt diesen Bereich hier davon ausschließen möchte? Dann kann ich hier auf Maske bearbeiten klicken und ich habe jetzt hier mehrere Möglichkeiten, eine Maske zu erstellen. Zum Beispiel eine Luminanzmaske. Ich kann aber auch mit ganz normalen Pinsel, Radialmasken und Verlaufsmasken arbeiten. Und in dem Fall nehme ich jetzt hier mal eine Verlaufsmaske und ich ziehe jetzt einen Verlauf hier mit gedrückter Maustaste an das Bild. Und da, wo ich den Verlauf anfange, alles darüber wird quasi noch angezeigt von dem Filter und alles, was darunter ist, dann nicht mehr. Und ich möchte jetzt den oberen Bildbereich, den möchte ich mit diesem Filter bearbeitet haben und den unteren Bereich hier nicht. Deswegen ziehe ich jetzt hier von oben nach unten so einen Filter rein und dann wirst du sehen, dass hier der obere Bereich noch von diesem Accent AI Filter bearbeitet ist und der untere Bereich hier eben nicht mehr. Und dieser Verlaufsfilter funktioniert so. Alles, was über dieser obersten Linie ist, wird zu 100% angewendet, dieser Filter. Und diese unterste Linie, ab da ist es 0%. Und hier zwischen siehst du nochmal eine mittlere Linie, da sind es genau 50%. Und das ist eben unser Verlauf hier. Also so funktioniert das Ganze mit dem Maskieren. Das können wir jetzt hier einmal mit so einem Verlaufsfilter zum Beispiel regeln. Wir können das Ganze aber auch entsprechend mit anderen Methoden hier noch bewerkstelligen. Ich zeige dir mal ein weiteres Beispiel. Als erstes klicke ich hier oben mal wieder auf Fertig. Das heißt, ich habe meine Verlaufsmaske hier bearbeitet und du siehst jetzt auch, dass wir hier neben dem Filter ein Maskensymbol jetzt haben. Und Masken funktionieren immer so, alles was weiß ist, wird dargestellt, alles was schwarz ist, wird ausgeblendet. Und du siehst jetzt hier diesen Verlauf quasi von weiß nach schwarz. Also hier unten ist schwarz, das heißt da findet der Accent AI Filter keine Anwendung. So, schauen wir uns mal das Ganze noch ein bisschen weiter an. Ich möchte als nächstes ein bisschen Struktur an das Bild bekommen. Und diese Struktur werde ich jetzt hier mal anfangen aufzuziehen. Ja, das gefällt mir auch wieder an bestimmten Bereichen ganz gut. Nämlich zum Beispiel hier auf der rechten Seite, hier auf diesen Gebäudedächern.
woanders gefällt es mir eigentlich nicht wirklich. Und deswegen werde ich jetzt hier wieder mir eine Maske aufziehen. Und diesmal nehme ich eine Radialmaske. Und jetzt kann ich hier eine Radialmaske aufziehen. Und die packe ich jetzt hier über diese Gebäude, über die Dächer hiervon quasi drüber. Und alles, was jetzt hier drin ist, das muss ich jetzt noch gleich invertieren. Das kann ich hier oben machen, weil im Moment ist es nämlich so, dass die Struktur hier auf das gesamte Bild angewendet wird, außer diesem Radialfilter. Das möchte ich mir nicht verändern. Hier siehst du das auch wieder ganz gut. Ich habe jetzt hier nämlich einen schwarzen Punkt und alles andere ist weiß. Wenn ich hier oben jetzt auf Invertieren klicke, wird das Ganze genau umgekehrt. Das heißt, ich habe jetzt das ganze Bild schwarz hier in der Maske und nur dieser Radialfilter ist hier dann weiß. Also das kann ich hier oben über Invertieren einfach machen und schon haben wir jetzt hier die Struktur nur noch in der rechten oberen Bildhälfte drin. Auch hier kann ich jetzt wieder auf Fertig klicken und du siehst jetzt schon, wie wir hier wirklich schön partiell das Bild verfeinert haben. Ja, also wenn ich jetzt hier mal einen Vorher-Nachher-Vergleich ziehe, sieht das Bild schon richtig gut aus, aber ich habe eben bestimmte Filter nur in bestimmten Bereichen des Bildes angewendet. Jetzt kann ich als nächstes mal hier noch in den Professional Ordner reingehen und hier den erweiterten Kontrast. Hier möchte ich jetzt wieder die Mitteltöne, die Kontraste in den Mitteltönen ein bisschen nach oben ziehen. Das gefällt mir eigentlich so in dem gesamten Bild ganz gut. Ja, da brauche ich jetzt keine Maske. Und jetzt nehme ich mir hier noch einen anpassbaren Verlauf. Jetzt stelle ich mir als erstes hier mal die Ausrichtung wieder ein. Das heißt, ich ziehe das jetzt hier so ein bisschen weiter runter. Und in dem oberen Bereich möchte ich jetzt hier noch so ein bisschen Belichtung runternehmen und ein bisschen mehr Kontrast reinbauen. Das gefällt mir aber auch wieder nicht überall. Hier auf der linken Seite zum Beispiel finde ich, dass jetzt das Gebäude relativ dunkel ist. Hier auf der rechten Seite gefällt es mir ganz gut. Und deswegen werde ich jetzt hier wieder mit Maske bearbeiten. Wählen und diesmal nehme ich hier einen Pinsel. Ich werde mal die Ausrichtung einstellen, noch ausblenden. Und dann hier nochmal den Pinsel mir anwählen. So, und diesmal radiere ich das Ganze raus. Ich kann mir jetzt hier entweder malen einstellen oder radieren. Pinselgröße passt mir hier schon ganz gut. Und jetzt radiere ich das Ganze hier auf der Seite entsprechend wieder raus, diesen Effekt. So, sehr schön. Und du siehst, jetzt haben wir hier die Maske so eingestellt, dass wir die linke Seite davon ausgeschlossen haben und überall sonst im Bild ist es noch drin. Und all das, was ich dir jetzt gerade eben gezeigt habe, funktioniert natürlich nicht nur auf den Filtern an sich, sondern du kannst es natürlich auch auf bestimmte Ebenen bringen. Das heißt, du kannst natürlich auch wie in Photoshop zum Beispiel Ebenen mit Masken versehen und diese dann auch entsprechend selektiv einsetzen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und falls du noch Fragen hast, dann poste sie einfach unten in die Kommentare und ich möchte dir an dieser Stelle nochmal sagen, dass es aktuell bei Skylum, also für Lumina, eine spezielle Osteraktion gibt. Da kann man nämlich Lumina nochmal für 15 Euro günstiger bekommen und wenn du jetzt über den Link unten in der Videobeschreibung theoretisch noch gehst und den Rabattcode von 10 Euro anwendest, dann kann man das Ganze nämlich miteinander kombinieren und du kannst Lumina so also für 25 Euro weniger bekommen. Das Ganze läuft, glaube ich, bis Montagabend, also nicht mehr ganz so lange. Das heißt, falls du Interesse daran hast, dann würde ich dir empfehlen, jetzt zuzuschlagen, denn jetzt ist es besonders günstig. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten, soweit es denn irgendwie in der Quarantänezeit geht. Aber das Bildbearbeiten dafür natürlich umso mehr. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video oder auch im nächsten Livestream dann wiedersehen an dieser Stelle. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.